Ladies, Leute, alles klar bei euch und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute wird sich das Ganze um diesen guten Mann drehen, um Team of the Season Mertens, 95er Karte, unnormal krasse Werte, 99 Tempo, 98 Schießen, 97 Passen, 98 Dribbling, also fast vier Werte, die auf 99 sind. Ich habe ihn mir geholt für 1,592 Millionen auf der Xbox. Auf der Playstation. Und ja, ich werde jetzt gleich in ein Weekend League Match gehen oder auch zwei oder drei, um ihn zu testen und mal gucken, was dieser kleine Belgier hier anrichten kann. Aber vorneweg will ich euch einfach mal danken für den krassen Support. Vor allem durch Benji, der ja mit dem Video die ganzen Leute zu mir rübergeschickt hat. Und innerhalb von 24 Stunden sind einfach 5000 Subs dazugekommen. Fast 5000 Subs dazugekommen. Abnormal geiler Support von euch, Leute. Ihr seid echt, echt unnormal krass. Ich komme gar nicht richtig hinterher damit, auf alle Kommentare einzugehen. Ich habe alle Kommentare gelesen. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr geile Sache. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben hier auf meinem Kanal. Und ich hoffe, die Videos gefallen euch. Konstruktive Kritik nehme ich natürlich immer wieder gerne an. Und falls ihr einen Daumen nach unten geben wollt, dann dreht vorher den Monitor um und dann drückt auf Daumen nach unten. Okay. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir aber rein, testen den guten Mertens. So, gucken wir mal, was wir im ersten Match haben. Haben wir hier so ein vom Team mit Aubameyang und so weiter und so fort. Aber nichts Besonderes. Schauen wir mal, wie sich Dries Mertens gegen dieses Team schlägt. Mertens! Was war das für ein Antrieb? Krass! Mit dem Hilfblick und dann hier den Kurz-Step am Gegner vorbei. Wow. Mertens! Ey! Das ist ein Cheat, dieser Spieler. Wow. Da gibt es ihm einfach den Ball. Er dreht sich, macht einen Finesse. Der Ball geht rein, obwohl er nicht mal richtig krass platziert in den Winkel geschossen war. Ne? Auf mal. Spielt drüber auf Salah. Salah ist da und das ist die Vorlage von Mertens. Ganz stark gemacht. Hat zwei Leute auf sich gezogen, einen Übersteiger zurück. Also das Dribbling von Mertens ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr krass. Und das ist ein Rage-Kill. Wir gehen ins nächste Match. Mertens muss weiter getestet werden. So, der zweite Gegner hat hier auch wieder mal ein interessantes Team. Habe ich auch noch nicht so gesehen. So, let's go, Mertens. Mertens, direkt mal einen Ball. Mertens, Dries Mertens. Läuft. Dries Mertens! Aber der wurde auch nicht angegriffen, muss man dazu sagen. Billy. Schickt Mertens. Mertens wieder mit seinem Sprint da durch die zwei Verteidiger hindurch. Alla, Mertens. Wow, habt ihr diese Sprungkraft gesehen? Mertens. Stark durchgesetzt, Mertens. 2:0. Und wieder ist es Dries Mertens. Und auch dieses Konto geht zu 90% auf Mertens Kappe, weil er da schön, ja schön mit dem Mo-Dribbling konnte ich da mich ein bisschen durchsetzen. Dann natürlich lucky, dass er bald zu Casemiro kommt. Aber Mertens Dribbling ist abnormal krass und der bringt den nächsten Gegner zum Rage Quit. Freunde, Mertens ist ein Cheat, hier auch die absolut verdient, die 10,0er Bewertung. Wir gehen aber noch ein Match rein. So, drittes Match. Jetzt haben wir mal ein anderes Kaliber hier. Wow. Mal gucken, ob Mertens gegen dieses Kaliber immer noch so krass abgeht. Wenn er jetzt genauso krass abgeht wie gegen die Gegner davor, dann ist es eine absolute Kaufempfehlung von mir. Ronaldo, überaus. Mit Erfolg von Carvajal. Der auf Mertens, im 16er. Dembélé. Mangolan. Mertens! Da ist noch
Position steht perfekt. Und da setzt er auch noch zur Glitsche an. Ja, können wir jetzt hier mal weitermachen? Mertens. Vorbei. An dieser Stelle, ohne Spaß, Mertens ist zu krass. Ihr müsst einfach nur mit dem Schießen. Ihr seht es. Einfach so drauf. Wow. Cavani, Ramos ist da. Dembélé. Letzter Angriff vor der Pause. Nainggolan. Muss warten, dass Mertens aus dem Abseits kommt. Da ist er dann da mit dem Scoop-Turn. Flach in die lange Ecke. Bam, bam, bam. Mertens. Kurze Ball angenommen. Scoop-Turn direkt drumherum. Und dann sind so nicht mobile Verteidiger wie Godin einfach ausgespielt. Und dann mit dem Außenriss ins lange Eck. Alter. Und wieder ein Dreierpack von Dries Mertens. Und ich habe gesagt vor dem Spiel, wenn er gegen dieses Team auch so krass abgeht, dann ist das eine absolute Kaufempfehlung, Freunde. Und wenn ihr die Coins habt, das kann ich jetzt schon sagen, nach 3 Spielen, holt ihn euch. Holt euch Dreesy Mertens. Wow. Ich habe nichts gemacht. Er legt sich einfach den Ball durch. Einfach so. Er ahnt, dass der Gegner rankommt. Ich drücke Sprinten. Er nimmt einfach den Ball hoch. So, das war's. Auch mit dem dritten Spiel. Ich denke, diese 3 Spiele haben schon ziemlich krass gezeigt, was Mertens so drauf hat. Wir gucken uns das nochmal ganz kurz hier in den Spielehöhepunkten an, was er in diesem Spiel gerissen hat. Das war schon nicht ohne gegen dieses krasse Team. Ihr habt es gesehen, was für ein Team das war. Ja gut, hier glitch halt rein, steht halt perfekt. Ist halt jetzt nicht so krass, aber hier. Kurz hier mit dem Übersteiger reingezogen und dann direkt einfach mit dem Finesse aus dem Lauf rein. Rein das Ding. Und dann auch dieses Tor. Kurz mit dem Scoop-Turn, dann dieser Antritt und bam, in die lange Ecke. Also Dries Mertens ist schon sehr, sehr krass, Freunde. Und ich sag mal so, er kostet 1,5 Millionen circa. Und es lohnt sich. Es lohnt sich. Für die Coins kriegt ihr auch andere Spieler, für die es sich nicht lohnt. Aber für diesen Spieler lohnt es sich auf jeden Fall, wenn ihr den ins Team einbauen könnt und die Coins habt. Probiert Mertens aus. Ihr werdet ihn absolut lieben, Freunde. Ne? Das war's von dem Video. Wenn euch das Ganze natürlich gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen Spieler ich als nächstes testen soll. Und dann versuche ich mich daran zu setzen. Ich bin erstmal raus. Peace out und ciao.